Hallo Lieben und herzlich Willkommen! Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich habe heute für euch wieder eine ganz besonders tolle Karte. Und zwar ist es eine besondere Kartenform und diese Karte ist, ich finde sie ist total toll, denn sie kann was ganz Besonderes. Es ist eine sogenannte Explosionskarte und in meinem Fall mache ich die Karte jetzt zum Vatertag und ich benutze hier lauter neue Produkte. Und ich weiß natürlich, dass ihr die noch nicht bestellen könnt bis zum Vatertag. Der Katalog geht ja erst im Juni los. Aber ihr könnt zum Beispiel auch mit diesem Stempelset arbeiten und den Stanzformen dazu Werkstattworte und den Stanzformen Werkzeugteile. Das wird auch im neuen Katalog übernommen und das würde sich bestimmt auch sehr gut dafür eignen, um so eine Karte zu machen. Ihr müsst aber natürlich die Karte nicht zum Vatertag machen, sondern ihr könnt die natürlich zu jedem anderen Anlass machen. Wenn ihr sie genau in der gleichen Form bastelt, könnt ihr zum Beispiel auch einfach als Dankeschön an jemanden die Karte machen, zum Beispiel an den Partner oder auch zum Geburtstag. Oder ja, also das Stempelset, das bietet wirklich total viel, wenn jetzt zum Beispiel auch eine liebe Freundin beschenkt werden möchte oder jemand seine Träume verwirklicht. Also in diesem Stempelset ist einfach ganz schön viel vertreten und es sind wirklich sehr, sehr schöne Sprüche. Und dazu passen natürlich die Stanzformen auch wunderbar und mit den beiden arbeite ich heute eben sehr speziell in diesem Video. Das Einzige, was ich noch benutze, ist dieses Stempelset. Das ist eben noch aus dem alten Katalog. Das ist ein Hintergrundstempel und ich fand, der passt total gut dazu. Aber den muss man auch nicht unbedingt haben. Man kann das natürlich auch nur mit dem Stempelset machen. Und dann zum Beispiel den Kompass in den Hintergrund stempeln oder auch die Schiffe oder so. Also ich zeige euch eben, was ich daraus mache. So, und jetzt ist es höchste Zeit, dass ich euch zeige, was diese Karte Tolles kann. Diese Karte nennt sich Explosionskarte. Ihr könnt die also flach verschicken oder, eigentlich würde ich sie auch flach übergeben, oder ihr könnt die natürlich auch in dieser Form aufgestellt verschenken, beziehungsweise derjenige, der wo es dann bekommt und es so aufklappt, der ist, glaube ich, erstmal begeistert. Also von so auf so. Total cool, oder? Also, ich zeige es euch jetzt mal besser. Ich habe hier einmal oben das Danke hingestempelt und dann Du bist mein sicherer Hafen. Und dann seht ihr hier eben noch viele Teile aus dem Stempelset. Und vorne das Schiff mit dem Leuchtturm und ich finde, das ist echt eine tolle Karte. Also ich finde die total super und man kann die, wie gesagt, auch so hinstellen. Ist sie cool? Ich zeige euch jetzt, wie es geht. So. Die Karte ist ein bisschen aufwendiger. So, also ihr seht, hier liegt schon ziemlich viel im Bild. Ich habe schon sehr viel vorgestempelt und vorgestanzt. Und ich sage euch aber jetzt natürlich trotzdem, was ihr alles braucht. Als erstes zeige ich euch nur mal die Stanzteile. Also ich habe mir zum Beispiel den Anker zweimal aufgestempelt und ausgestanzt. Einmal in Savanne aufgestempelt und einmal in Wildleder. Und da habe ich mir noch so ein bisschen Leinenband hingebunden. Dann habe ich mir das Steuerrad zweimal ausgestanzt, einmal in Wildleder, einmal in Savanne. Den Knoten habe ich mir einmal in Savanne ausgestanzt. Dann habe ich mir aufgestempelt auf Flüsterweiß mit Wildleder einmal das Danke, habe das mit der Stanzform, mit diesem tollen Etikett ausgestanzt. Das sieht total 3D-mäßig aus, obwohl es eigentlich ganz flach ist, aber das ist eine wundervolle Stanzform. Den Kompass habe ich mir aufgestempelt auch mit Wildleder und habe mir den ausgestanzt mit der 1,5 Inch Kreisstanze. Dann habe ich mir die zwei Schiffe aufgestempelt, einmal das große, einmal das kleine und auch ausgestanzt. Dann habe ich mir das Du bist mein sicherer Hafen aufgestempelt und ausgeschnitten. Ich kann mal gucken, der Streifen ist ungefähr 1 cm hoch und es kann sein, dass wir uns den nachher noch einkürzen müssen. Und dann habe ich mir noch die Vögel aufgestempelt und ausgeschnitten mit der Hand. Ihr könntet auch mehrere Vögel nebeneinander stempeln und dann mehrere Vögel ausschneiden mit der Hand und das dann in den Hintergrund kleben. Ich mache es aber so wie in meiner Beispielkarte jetzt mit einmal, mit einem Dreierpack Vögel sozusagen. Und jetzt kommen wir zum Papier. Also, ihr braucht, es ist so, wir machen die Karte heute mit einem Farbkarton, der 30 cm mal 21,5 cm groß ist. Einen Moment. Aber es hat ja nicht jeder 12x12 Inch Papier. Ihr könnt die ganze Karte auch aus einem A4 Papier machen. Und dazu sage ich euch die Maße eben auch separat.
Und was man beachten muss, es gibt eigentlich nur zwei Punkte, die anders sind bei der Karte mit A4-Papier. Ansonsten könnt ihr das genauso machen wie bei dem 12x12-Inch Papier. Also wenn ihr kein großes Papier habt, dann könnt ihr das eben auch ganz einfach mit einer DIN A4-Seite machen. Wenn ihr 12x12-Inch Papier habt, ich nehme jetzt hier als Hintergrund Espresso. Ich habe in meiner Beispielkarte Wildleder genommen. Mache es jetzt aber in Espresso, dann könnt ihr auch gucken, was euch besser gefällt. Habe ich, wie gesagt, ein Papier, das ist 30 cm mal 21,5 cm und das falzen wir gleich gemeinsam. Wenn ihr ein A4-Papier nehmt, dann könnt ihr einfach das ganze A4-Papier nehmen und falzen uns das dann genauso, also das A4-Papier genauso falzen wie dieses große 12x12 Inch Papier. Aber das sage ich euch gleich nochmal. Dann haben wir als Dekoration zwei Stücke Pfauengrün, also ich arbeite jetzt mit einer neuen Farbe. Und zwar haben die das Maß 6x6 cm und hier habe ich mir den Hintergrund schon gestempelt mit diesen wunderschönen Knoten von dem Stempelset. Das machen wir auch gemeinsam, weil da müssen wir mehr stempeln. Die habe ich aber jetzt auch schon mal fertig gemacht. Dann habe ich hier viermal Pfauengrün mit dem Maß. Jetzt muss ich selber kurz mal nochmal nachmessen, dass ich euch das richtig sage. Mit dem Maß 6,5 mal 6,5 und auch die habe ich mir schon mal fertig gestempelt. Dann habe ich viermal Savanne in diesem Fall mit dem Maß 6 mal 6 cm. Und hier habe ich mit diesem Hintergrundstempel gestempelt, den ich euch schon gezeigt habe. Machen wir auch einmal zusammen. Lege ich mir auf die Seite. Die anderen habe ich schon hergerichtet. Dann haben wir nochmal viermal das Pfauengrün in dem Maß. Muss ich nochmal kurz nachmessen zur Sicherheit. 8,5 cm mal 6 cm. Und hier ist jetzt der Unterschied. Wenn ihr mit A4-Papier arbeitet, dann braucht ihr vier Teile mit 7,5 mal 6 cm. Dann ist es einfach ein bisschen kleiner, die Karte. Und auch hier habe ich mir die drei schon mal vorgestempelt. Eins stempeln wir gleich zusammen. Und als Mattung dahinter habe ich mir nochmal in Savanne vier Stück mit dem Maß, ich messe auch nochmal sicherheitshalber nach, 9 cm mal 6,5, genau, 9 mal 6,5 cm und falls ihr in A4 arbeitet, bräuchtet ihr da vier Teile 8 cm mal 6,5 cm. Das sind die Unterschiede in den Maßen und ansonsten gibt es nur noch einen Bereich, wo man aufpassen muss nachher, den zeige ich euch aber auch ganz explizit nochmal. Ich hoffe, das klappt so für euch. Also, das ist eigentlich gar nicht schwer, das Ganze mit A4-Papier zu arbeiten. Ich habe nur die ganzen Teile schon vorbereitet, deswegen zeige ich es euch jetzt mit diesem großen Papier. Okay, und dann habe ich natürlich noch Reststück in Flüsterweiß, weil wir auch eine Sache zusammen aufstempeln und stanzen. Und ihr braucht natürlich viel mehr Flüsterweiß, weil ihr braucht ja diese ganzen Einzelteile und auch noch ein bisschen Farbkarton, sonst zusätzlich für die ganze Dekoration, die ich euch jetzt schon gezeigt habe. Ich zoome euch jetzt mal nochmal ganz kurz dahin. Das sind die ganzen Maße an Farbkarton, die ihr braucht. Und hier unten habe ich euch die Sachen hingeschrieben, falls ihr in A4 arbeitet, was ihr dann für Maße hättet. Und wir fangen jetzt an mit Stempeln. Und zwar habe ich jetzt als Stempelfarben einmal Pfauengrün, einmal Savanne und einmal Wildleder. Ihr könntet natürlich auch Espresso nehmen, wenn wir jetzt mit Espresso arbeiten, aber ich finde in dem Fall vier Farben machen auch nichts aus, weil das alles so gleiche Töne sind. Und ich bleibe bei meinem Farbkonzept jetzt. Ich brauche jetzt nur noch diese beiden Farben, die Wildledersachen habe ich schon gestempelt. Und ich benutze jetzt zuerst mal das Pfauengrün und stempel mir einmal den Leuchtturm auf. Und dann seht ihr auch gleich, wie wunderschön diese Stempel sind. Das schaut so realistisch aus und das ist einfach wunderschön. Ich bin total verliebt in dieses Stempelset. Ich freue mich echt, dass ich mir das schon mal bestellen durfte. Und ist mega, oder? Ich finde es total schön. Und auch so verwende ich jetzt gleich den Knoten. Und quasi, wir machen unser eigenes Designerpapier in diesem Fall. Und dafür stempel ich mir die Knoten einfach mal so nebeneinander ein bisschen versetzt ab und fülle dann die Lücken einfach nochmal auf. Es muss auch überhaupt nicht perfekt sein, sondern einfach so, wie es kommt, so kommt es. Super, das war das im Pfauengrün. Und dann nehme ich noch meinen großen Hintergrundstempel. Ihr könnt auch irgendeinen anderen Hintergrundstempel verwenden oder was ihr habt.
Es ist gar nicht so wichtig. Oder auch irgendwas aus dem Stempelset verwenden, weil es macht sich insgesamt einfach gut. Und den stempel ich mir jetzt einfach so da drauf ab. Auch das muss nicht perfekt sein, das ist einfach noch so ein Spezialeffekt. Und dann stanze ich mir gleich mal meinen Leuchtturm aus mit der passenden Stanzform. Die neuen Stanzformen, da ist es so, dass man keinen weißen Rand mehr sieht, wenn man die anlegt. Und wenn man es dann aber durchgekurbelt hat, dann hat man den weißen Rand. So. Und das ist echt so schön. Habe ich das schon erwähnt? Ja, und jetzt habe ich eine ganze Kiste voller Zubehörteile, die wir jetzt gleich alle verbasteln. Vorher machen wir jetzt unsere Grundkarte und da falze ich mir jetzt meine Karte. Also, ich habe jetzt das Papier mit 30 cm mal 21,5 cm und lege mir jetzt die 30 cm, also die lange Seite, nach oben ein. Und jetzt falze ich mir das gleich durch. Wenn ihr A4-Papier habt, nehmt das ganze A4-Papier, das hat dann das Maß 29,8 x 21 cm, legt auch die lange Seite an und falzt genau gleich. Nehme ich als allererstes mal bei 7 cm, dann bei 14 cm, bei 21 cm und bei 28 cm. Dann nehme ich mir die kurze Seite und schneide mir das Papier bei 5 cm ab. Das gleiche mache ich auch mit einem DIN A4 Papier. Dann habe ich diesen Reststreifen, den brauchen wir gleich. Und jetzt nehme ich mir nochmal die kurze Seite und falze mir das Ganze bei 7 cm. Auch diesen Schritt mache ich mit A4 Papier genau gleich. Und dann schaut mein Papier so aus. Und wenn ihr das mit A4-Papier gemacht habt, dann ist es wirklich nur minimal kleiner. Seht ihr den Unterschied? Also das ist minimal kleiner. Von dem her braucht ihr auch nur das Designerpapier ein bisschen kleiner und sonst ist fast alles gleich. Außer das, was wir jetzt mit dem Reststück machen. Wir nehmen uns jetzt das Reststück und ihr habt hier ein schmaleres Teilchen und dann vier große. Und das schmalere Teilchen, das muss jetzt auf eurer Seite links liegen. Hier. Und ich schneide mir das jetzt bei 11 cm einmal durch. Dann sieht mein Stück so aus, dass ich rechts und links den gleichen Rand habe. Wenn ihr ein A4-Papier habt, dann müsst ihr das bei 10,6 cm abschneiden. Das ist der einzige Unterschied. Und da macht man genauso weiter mit beiden Papieren. Bei 2,5 lege ich mir das an und schneide mir das nochmal auseinander. Und diese beiden Teile sind unsere benötigten Teile, die wir für die Karte brauchen. Und das hier habt ihr als Reststück, das kann weg, beziehungsweise für Dekoration zum Ausstanzen verwendet werden. Okay, also da haben wir diese drei Teile für unsere Grundkarte. Und jetzt mache ich Folgendes, jetzt schneide ich mir das ein bisschen zu. Ich habe jetzt hier einmal... Ich drehe mir jetzt die Klebelasche, das ist die Klebelasche, einfach auf die andere Seite. Das ist aber wurscht, das ist nur einfach für mich zum Schneiden. Ich schneide mir jetzt nämlich die Klebelasche so ein, dass ich mir hier unten einmal bis zur Falzlinie schneide und dann noch ein bisschen schräg das Ganze einschneide von oben. Dann ist dieser Reststück meine Klebelasche. Und dann schneide ich mir diese Teile noch ein. Das sind quasi die Teile hier oben von meiner Karte. Hier, seht ihr das? Wenn man eine Box basteln würde, würde man sagen, das ist der Boden. In diesem Fall bei unserer Exkursionskarte ist es aber das obere Teil. Und die schneide ich mir einfach nur schön ein. Und zwar immer bis hier oben zu der Falzlinie hin. Und so sieht das Ganze dann aus. Hier unten die viermal eingeschnitten und hier die Klebelasche. Und jetzt kann ich mir alle Falzlinien einmal nachziehen. Und zwar immer so, dass dieser Berg von der Falz innen ist.
Und diesen Deckel habe ich jetzt in die andere Richtung gefalzt. Also der Deckel, dieser obere Bereich, dass der nachher einfach ein bisschen schöner runterknickt. Aber das kann man sich immer noch nachknicken. Und dann haben wir noch unsere zwei kleinen Teile. Da falzen jetzt einfach auch nur die Laschen so um an der Falz. Diese beiden Teile sind dann hier für unser Innenteil, wo wir dann unseren Leuchtturm und unser Schiff befestigen. Und jetzt kann fleißig beklebt werden. Ihr habt jetzt diese zwei Teile, die 6x6 cm haben. Die sind für die Innenbereiche und alles andere wird außen aufgeklebt. Also die lege ich mir ein bisschen auf die Seite. Und zwar klebe ich mir jetzt erstmal meine faungrünen Elemente auf die größeren mit Flüssigkleber auf und klebe mir das Ganze dann hier vorne drauf. Einmal komplett. Und meine savannefarbenen Teile klebe ich auf meine faungrünen Elemente und klebe mir das Ganze dann hier oben drauf. Und das Einzige, worauf ihr schauen könntet, wäre, ob ihr diese Maserung so haben wollt oder nach oben. Genau, ansonsten beachte ich da jetzt nicht viel. Und da lasse ich euch ein bisschen Musik laufen. Wie gesagt, die anderen beiden, die klebe ich nach innen. Das seht ihr aber gleich. So, also ich habe mir das Ganze jetzt so aufgeklebt, meine Klebelasche ist auf der rechten Seite und das Einzige, worauf ich geachtet habe, ist, dass der Verlauf hier oben von meinem Muster immer in die gleiche Richtung geht. Also es geht jetzt in diese Richtung, aber man hätte es natürlich auch nach oben machen können. Ich weiß gar nicht, ob ihr das so gut seht in der Kamera. Und jetzt mache ich mir mein Klebeband einmal ab. Das Klebeband hebt einfach noch ein bisschen stärker als der Flüssigkleber, deswegen benutze ich das jetzt hier. Und dann klappe ich mir die Karte einmal so zusammen und klebe mir das jetzt richtig schön aneinander. Und jetzt habt ihr quasi die fertige Karte. Und wenn ihr euch diese aufstellt, habt ihr schon wie so eine Box im Prinzip, wo wir aber dann jetzt gleich als Karte nutzen. Und ich mache es jetzt auch so. Meine Klebelasche, ich weiß nicht genau, ob ihr die sehen könnt, die ist jetzt hier hinten. Also ich lege die mir jetzt nach hinten hin. Sprich, wenn ich das jetzt so einklappe, ist das hier meine Vorderseite. Und wenn ich es aufmache, ist hier hinten meine Klebelasche und das ist quasi meine Rückseite. Und meine beiden inneren Elemente klebe ich jetzt rechts und links noch an. Und jetzt haben wir noch unsere beiden Innenteile und da mache ich es jetzt so, ich klebe mir das eine so hier hinten hin. Also ich mache mir an der Seite jetzt hier rechts und links Kleber drauf und klebe mir das dann da hinten ein und zwar ganz hinten an den Rand hin und das andere klebe ich so rum ein, dass die Klebelaschen nach vorne zeigen, mache auch rechts und links Kleber hin und klebe mir das dann hier vorne rein. Also ich lege es euch jetzt mal so hin hier, dass ihr das besser sehen könnt. So klebe ich mir das jetzt gleich ein.
So, und jetzt ist unsere Grundkarte fertig. Also sie geht dann so auf. Und ihr seht hier innen die beiden kleinen Elemente. Das sind unsere Halterungen für nachher. Und jetzt müssen wir nur noch dekorieren und dann sind wir schon fertig. Und dazu haben wir ja hier einen ganzen Stapel voll. Und ich glaube, ich lasse das einfach euch auch mit Musik ein bisschen laufen, wenn ich mich hier an der Deko verkünstel. Ich klebe alles an mit Flüssigkleber, mit Dimensionals und mit Glue Dots. Dimensionals nämlich die kleinen und die großen. Und das Einzige, was ich noch an Zusatzmaterial nehme, ist einmal der Leinfaden, das Juteband. Schneide ich mir jetzt noch hier zu, ungefähr so auf die Länge. Und gucke auch, dass das einigermaßen gleich abgeschrägt ist. Und für außen nehme ich dann noch den Leinfaden. Aber ich glaube, da quatsche ich dann noch mal ein bisschen rein. Mal gucken. Aber ansonsten seht ihr das ganz genau. Ich fange jetzt einfach mit der Innendeko an. Als erstes mal mit dem Kompass und mit dem Knoten und dann arbeite ich mich hier so durch. Für meinen Innenbereich nehme ich den dunkleren Anker, den habe ich in Wildleder aufgestempelt. Da mache ich mir hinten auch zwei Dimensionals drauf, zwei Mini-Dimensionals, dass der noch ein bisschen höher kommt. Und da habe ich mir als Dekoration noch so ein bisschen Leinfaden hingebunden und den dann einfach so ein bisschen aufgezwirbelt. Und so klebe ich mir den jetzt hier mal drüber. Schaut noch ein bisschen höher und dimensionaler aus. Und das Einzige, was ihr beachten müsst beim Kleben, ist, wenn ihr hier innen die Elemente einklebt, dass die nicht höher sind als die Karte an sich. Das funktioniert jetzt sehr, sehr gut mit diesem Stempel, weil das einfach nicht höher wird. Aber wenn ihr zum Beispiel mit den Ballonstempeln arbeitet oder so, dann kann es schon sein, dass ihr mal ein großes Element hinten habt, wo größer wäre als die Karte. Das muss man dann weiter nach unten versetzen. Aber hier mit dem Leuchtturm klappt das sehr gut. Und was ich benutze, um den Leuchtturm und das Schiff anzukleben, da innen rein benutze ich übrigens das kleinere Schiff. Das sind diese Randteile von meinen Dimensionals. Also ich schneide mir das unten so ab. Wobei, ich nehme eigentlich diese Teile, wo man hier so gerade abschneiden kann. Und die kürze ich mir dann genauso ein, dass es hinten drauf passt auf meinen Leuchtturm und auf mein Schiff. Und jetzt gesehen, ich habe mir den Klebestreifen relativ weit unten angeklebt und so sieht der Leuchtturm einfach total perfekt aus. Der ist super platziert da und es passt unglaublich gut das Stempelset, wenn ich es nicht schon erwähnt habe, gell? Genau, und bei dem Schiff mache ich es genauso, da kürze ich mir eben auch so einen Randstreifen noch ab und verwende den dann für unten rein. Und mit dem Danke-Fähnchen mache ich es so, dass ich mir auf meinen Leuchtturm einfach einen kleinen Mini-Dimensional klebe. Seht ihr den überhaupt? Und da klebe ich mein Danke drauf. Und was ich mir hier schon gedacht habe, wenn wir einen Flieger im Set haben, so ein Flugzeug oder so, dann wäre das doch auch cool, wenn man als Botschaft hinten in das Danke hängt und da so einen Flieger durchfliegen lassen würde. So, da gibt es doch diese Urlaubsflieger, die immer eine Botschaft hinterherziehen. Neulich habe ich auch einen gesehen, wo Ich liebe dich hinterhergezogen hat bei uns. Und da musste ich sofort dran denken, als ich das gemacht habe. Mit dem Schild, das wäre doch auch irgendwie cool, da so einen Flieger fliegen lassen auf einer Karte oder so. Mit Ich liebe dich oder irgendeiner Botschaft drauf, das wäre natürlich auch süß. So, und jetzt haben wir schon fast alles innen drinnen dekoriert. Jetzt kommt nur noch das savannefarbene Steuer. Manchmal finde ich die Worte nicht. Die Worte fehlen. Und den Spruch. Und da gucke ich jetzt mal.
Die machen wir jetzt einfach so, dass der hier genau passt. Auch mit ein paar Dimensionals drüber. Wenn ihr da draußen eine Karte für Mädels macht, dann könnt ihr natürlich noch mit viel mehr Elementen arbeiten. Glitzis oder auch ein Garn hinten im Hintergrund, so ein Silbergarn oder so. Aber ich finde, für Männer ist das echt so perfekt. Also das ist eh schon viel Dekoration, aber es ist ausreichend und es ist eigentlich total super, oder? Und jetzt könnt ihr mal gucken von der Farbe her, was euch besser gefällt. Also ich finde, das Espresso sieht auch sehr, sehr gut aus. Ich könnte mich jetzt nicht entscheiden, was ich besser finde, aber das macht sich auch sehr, sehr gut. Okay, jetzt ist unsere Innenkarte schon fertig. Wir drehen uns die wieder so hin, dass wir unsere Vorderseite vorne haben. Also meine Klebelasche ist hier hinten in diesem Eck. Also hier. Und so ist jetzt die Frontseite. Und hier dekoriere ich mich jetzt noch meine restlichen drei Teile hin. Es wird also echt weniger aus diesem Stapel. Und hier habe ich noch ein bisschen Leinfaden, den ich benutzen werde. Den binde ich mir jetzt ein bisschen außenrum, damit man quasi auch einen Verschluss hat für die Karte. Und ich finde, der macht sich unheimlich gut. Der passt ja natürlich perfekt dazu. Und deswegen wickele ich mir den auch öfter außenrum. Und ja, ich habe jetzt dann noch eine Runde. Die mache ich jetzt noch. Und knoten mir hier vorne einfach nur ein bisschen Knoten hin. Und was ich jetzt natürlich vergessen habe, ich wollte dann nämlich meinen Anker noch hinbinden. Das mache ich noch. Also mein Ankerchen wird da einfach hingehängt und man muss ja den Knoten dann später, wenn man die Karte aufmacht, auch nicht aufmachen, sondern man kann einfach den Faden ein bisschen nach unten schieben oder wenn man sie wieder zumacht, eben ein bisschen nach oben und von dem her passt es sehr gut. So, die mache ich mir nur ungefähr gleich lang. Und dann kommt hier vorne eben noch ein bisschen Deko drauf. Kann ich auch mal die andere Karte reinlegen, dann ziehen wir das nochmal. Da habe ich auch einfach nur ein Dimensional hinten drauf geklebt. Und mein Steuerrad auch in den Hintergrund. Und das Ganze dann einfach mit ein bisschen Flüssigkleber noch angeklebt. Schon ist die Karte fertig. Wirklich sehr, sehr schön. Ich finde, für einen Mann passt es an Deko. Für eine Frau könnte da noch ein bisschen was hin. Okay, und wie gesagt, Karte aufmachen. Ihr könnt euch diese Seiten noch ein bisschen nachknicken, dass sie besser aufgehen. Aber die hintere würde ich so ein bisschen nicht so stark nachknicken, damit die stehen bleibt mit dem Möwen im Hintergrund. Und dann, wenn ihr die Karte verschlossen habt, dann schiebt ihr den Faden hoch und wenn ihr den Faden runterschiebt und es so hinstellt, dann habt ihr diesen wunderschönen Effekt. Also ich bin total happy. Ich finde die Karte so schön. Wirklich. Und ich freue mich total, die meinem Mann und meinem Papa zu schenken. Und also ich bin echt total happy mit diesem Stempelset auch. Und ich hoffe, euch gefällt die Karte auch. Wie gesagt, macht sie auch für Mädels, macht sie schön bunt und macht, probiert einfach rum, aber dieses Stempelset, das passt wirklich, wirklich perfekt. Und ist auch schön schlicht und doch ist einiges geboten auf der Karte. Also man braucht schon ein paar Sprüche und ein paar Accessoires, damit man die Karte gestalten kann. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Allen Papas einen wunderschönen Vatertag und ich freue mich auf euch bis zum nächsten Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann abonniert einfach meinen Kanal, drückt dabei diese Glocke und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!